So, Quem? Inquisitor? Wie könnt ihr uns helfen? Fallen euch noch andere Aufgaben für die Sturmbullen ein? Einige orlesianische Adlige sind über die Entwicklungen im Winterpalast alles andere als begeistert. Sie rebellieren zwar nicht offen, aber sie haben vorsorglich einige Söldnertruppen angeheuert. Die Sturmbullen genießen einen guten Ruf. Wenn wir es darauf anlegen, können wir ihnen die Trupps abspenstig machen. Dadurch verlieren die Adligen die Männer, mit denen sie Ärger machen wollten, und die Inquisition kann sich über frisches Blut freuen. Das ist doch mal ein ganz gutes Angebot. Wir unterhalten uns später. Mit euch solchen Söldnertreffen Einsatz verfügbar. So, der eiserne Bulli. Wisst ihr, ich habe ja kein Problem mit Orlesianern, aber Halam Shiral war das Letzte. Unter dem Kuhn reißen sich die Leute wenigstens nicht gegenseitig den Arsch auf, während das ganze Land vor die Hunde geht. Ich stimme euch zu. Ich hasse die Politik. Dann beneide ich euch nicht um eure Aufgabe, Boss. So, dann gucken wir mal, was Sarah dazu sagt. Natürlich. Ich hoffe, das bleibt nicht an mir hängen. Oh, servus. Einen für die Kaiserin, für Gaspard, Briella, die Herzogin und Corypheus. Voll auf die 12. Was ist los? Alles klar. Ihr seid offenbar wütend. Was kann ich tun? Ihr tut schon genug. Es sind die vielen Toten in Halam Shiral, die mir zu schaffen machen. Ein Koch hier, ein Lakai dort. Scheißegal, Hauptsache irgendein Arsch wärmt den Thron. Aber ein knöchriger Elfenarsch? Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis sie ihre armen Elfen vergessen hat. Ach, dieser verfluchte Palast. Wir hätten einfach ein paar Bienen reinwerfen und die Türen verrammeln sollen. Ohrwürmer, das sind eher effektiver. Ich weiß nicht. Ich würde eher Ohrwürmer aussetzen, um einen Ball zu stören. Ich hasse diese Biester mit ihren kleinen Arschzangen. Die sollte Josephine in ihre Drohbriefe aufnehmen. Wisst ihr, was ich aus der ganzen Sache gelernt habe? Schlaft nie mit einer Kaiserin. Außerdem hätte es geholfen, wenn sich Briella nicht wie eine Idiotin verhalten hätte. Ohne diese Pissnäcke wäre alles ganz anders gelaufen. Sie haben alles verschlimmert. Das war ihr Fehler. Sie haben alles noch schlimmer gemacht. Irrtum, Inquisitor. Schlimm war es von Anfang an. Es sind schon viele Leute gestorben, bevor der Himmel ein Loch hatte. Die Leute sind es, die ihr retten müsst. Und sagt ihnen bei der Gelegenheit gleich, sie sollen sich nicht wie Idioten aufführen. Ja, moin. Aber wenigstens habe ich nochmal... So, kann ich jetzt mit der da babbeln? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich glaube, das ist die... Maiden. Also, hatte ich es dir nicht gesagt? Ich danke euch. So, ihr habt gehört, was sie da draußen gemacht haben. In Adamant. Ja, wir werden sehen. Cool! Ich habe den großen Ball nicht verstanden. Alles wäre viel leichter gewesen, wenn sie gesagt hätten, was sie wollten. Mochtet ihr die Masken? Wie fandet ihr die Masken? Welche Masken? Die Masken, die sie alle vor ihren Gesichtern hatten. Das waren nicht ihre Gesichter? Wir unterhalten uns später. Ja. So, dann haben wir mit ihm da drüber geschwitzt. Was haben wir denn noch? Vivian haben wir noch, da gehen wir auch gleich mal jetzt hin. Inquisitor? So, Vivian, hast du was auf den Herzen? Oh. Ich fürchte, ich muss euch um Hilfe bitten, mein Lieber. Ich muss eine alchemistische Formel fertigstellen. Allerdings fehlt mir eine wichtige Zutat. Das Herz einer Schneewivern. Ich hatte schon alles arrangiert, doch die Chevaliers, die für mich arbeiteten, wurden im Bürgerkrieg getötet. Nachforschen. Erzählt mal von der Wivern. Wenn ich eine Schneewivern jagen soll, müsst ihr mir alles erzählen, was ihr über sie wisst. Schneewivern sind recht selten und über alle Maße gefährlich.
keine andere Wyvern-Art hat ein stärkeres Gift als sie. Gewöhnliche Jäger würden sie niemals jagen. Das Risiko ist einfach zu groß. Ihr hingegen, mein Lieber, wärt diesem Monster sicher gewachsen. Okay. Was ist denn für die Was ist das für eine Formel? Ich wusste gar nicht, dass ihr euch auf Alchemie versteht, Vivien. Woran genau arbeitet ihr? Ein Mitglied des Rats der Herolde gab mir einen entsprechenden Auftrag. Ich bin schließlich noch immer Hofverzauberin. Die Angelegenheit ist privat. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Warum wollt ihr meine Hilfe? Ich bin kein Jäger. Wieso denkt ihr, kann ich euch helfen? Diese Bestien werden nicht zum Spaß gejagt, wie andere Wyvern mitunter. Sie sind viel gefährlicher. In der Vergangenheit wurden Chevaliers damit betraut, die Kreaturen zu töten oder von Ansiedlungen fernzuhalten. Aber nachdem meine Chevaliers Opfer der politischen Umstände wurden, brauche ich jemanden mit einem gewissen soldatischen Geschick. Dann mache ich das. Ich helfe euch. Ich werde tun, was ich kann. Danke, mein Lieber. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Ich werde Cullen sagen, wo ihr das Biest findet. Und denkt daran, mein Lieber. Ich brauche ihr Herz, sonst wirkt der Trank nicht. Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Jo. Okay, hier ist nochmal was. Hier ist noch. Ich verstehe das nicht, ein Verjüngungsmittel? Für wen ist dieser Trank? So, dann gehen wir kurz das auch nochmal machen. Also das ist in den erhabenen Ebenen. So, dann gehen wir da mal hin. So, Dorian, Verek und da ist eine Bulle. Obmarsch. Dann machen wir das geschwind. So. So, da gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ach, schade, wir sind jetzt gerade wieder in Discbeat, wir müssen ja da rein. Huch. So. Das Coole ist, das Schwert leuchtet auch noch, also die Schrift da. Und dann gehen wir mal in den Kriegsrat und machen da mal ein paar Aufträge. Sau cool. Das gefällt mir überhaupt nicht. Bleiben. Dort ist er. Das ist doch kein Wyvern. Ja.
das Knirbelwindherz. So. Das ging aber jetzt schnell, ne? So, ich mach mal, guck mal, was Vivian eigentlich für eine Rüstung anhat, weil das würde mich mal sehr interessieren. Der Herr die braucht auch langsam mal ein. Also man hat die Funktion, dass man ja auch das falsche Herz nimmt, dann wird der Trank nicht gehen, aber ich sehe jetzt einfach mal, also sowas macht man sowas eigentlich. Lügt man nicht an. Singt immer noch. So, was hat denn eigentlich Vivian eigentlich für eine Rüstung? Boah, die hat. Oh, die hat eine miese Rüstung an. Da wird es jetzt aber auch mal langsam Zeit, ne? Die hat zwar einen tollen Stab, aber. Ja, die muss definitiv noch eine Rüstung bekommen. Bevor mir der halt das Ding gibt. Ich muss bald mal meinen Verbrühungen sind nicht witzig. Ich würde daher gerne das geben, aber wir haben ja das noch nicht zu 136. Seidenkrokat. Ja, da können wir dann nochmal eine Dings machen. So. So, jetzt mit dem Treffen. So, sie bekommt natürlich auch. Ist nice. Oder gibt es hier nicht irgendwie mit Metall oder so? Weil ich würde lieben gern Metall dran machen, aber ich glaube, das muss man dann eher mit den Füßen machen. Metall, hier Metall. Also wenigstens ein bisschen drin ist. So. Verteidigung gegen Magie. Oh, sieht der sowas nicht ganz schön. Zweimal Schiff. Verteidigung, Attribut. Sechs Stoff. Resistenz gegen Gasschaden. Heilbonus. Gegen Magie. 3 Punkte. So, dann hat sie eine Rüstung. Zack.
Dann geht mal der H in den Geistheilungsball. Nochmal 10%. So. Ja, Vivien, hast du ja mal eine tolle Rüstung gekriegt. Das würde sogar passen. Oh, sieht aber schrecklich aus mit der Farbe. Wo ist mein anderer ab? So, Vivien. Zeig mir mal deine Rüstung. Das muss man definitiv nochmal. Ja, das soll man definitiv mal geändert haben. Ja, das ist doch mal. Ich habe jetzt nichts anderes da, wir könnten dann später nochmal was dazu holen. So, dann gehen wir mal in die Haupthalle und werden uns jetzt mal